Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu Hello Neighbor, einem frischen kleinen Projekt hier auf meinem Kanal. Die Katze hat Angst vor Wind und wir werden heute die Geheimnisse ergründen, was da überhaupt vor sich geht, indem ich A drücke. So, ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf neues Spiel und gucken, was passiert. Ja, Mr. Fleischig, wir gucken, was passiert. Akt 1. Oh, mein Ball! Gleich hinterher, ich spiele mit meinem Ball. Okay. Ja, zumindest, hier sind überall Poster. Simming? Okay, ich hätte schwören können, da steht Missing. Wieso ist das S und das M vertauscht? Simming. Jedenfalls, die Kinder werden also vermisst anscheinend, oder was? Hä? Oh, wo ist jetzt mein Ball hin? Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Ball? Hätte schwören können, dass das heißt, dass die Kinder werden doch vermisst, kannst du mir doch nicht sagen. Oh, ich kann laufen, okay. Simming. Wenn man jetzt das S und das M vertauscht, steht da Missing. Also, tun wir einfach mal so, steht Missing. Und jemand hat Scheiße gebaut beim Programmieren oder was versucht die Leute zu trollen. Ist da gerade was hingeflogen? Ich hab mich aufgepasst, wo mein Ball ist. Ich meine, welcher Junge läuft denn bitte sehr alleine rum, wenn irgendwo Kinder vermisst werden? Das ist ja wohl nicht mal ein Fußball. Und ich bin ein hässlicher Junge. Alter Schwede. Okay. Ich bin verdammt klein. Das ist ein Papagei. Ja, nee, ist klar. Okay, also, unsere Aufgabe ist ganz einfach, wir gehen ins Haus, wir freuen uns einen Keks und dürfen nicht vom Nachbarn erwischt werden. So, und wir müssen genauso lernen wie der Nachbar auch, wie wir das Ganze machen. Ich habe die Steuerung überhaupt kein Stück im Kopf, weil ich es noch nie gespielt habe. Wir haben hier einen Sicherungskasten, der mir nichts bringt. Ich muss erstmal die Gegend unter die Lupe nehmen. Oh, hier ist ein offenes Fenster. Okay, schleichen wir mal ein bisschen. Kann ich irgendwie greifen? Ah, ich kann greifen. Okay, was? Ich stecke im Boden, Freunde. Ich stecke einfach im Boden. Okay, mit der Taste kann ich mich irgendwo verstecken. Es ist so eine Art Horrorspiel irgendwie. Wie habe ich jetzt die Sache gegriffen? Ah. Okay. Mit RT kann ich Sachen greifen. Mit RT kann ich Sachen greifen. Wie greife ich denn jetzt Sachen? Moment. RB ist aufnehmen und RT ist werfen. Okay. Ah, oh, okay, ich hab's gecheckt. Ob man das jetzt gehört hat, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich höre ihn jetzt hier an der Seite rumstreifen.
Aber ich glaube nicht, dass er mich sucht, oder? Es wäre ja total banal, dass er mich suchen würde. An diesen Wecker erinnere ich mich. Den habe ich irgendwo schon mal gesehen, dass jemand den genommen hat und ihn dann als Ablenkungsmanöver genommen hat. Okay, wir können ihn aber nicht nehmen. Cool. Das Schlüsselloch gucken wäre doch cool. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so cool ist, jetzt schon da alles aufzumachen. Er ist draußen. Sind das meine Schritte oder seine? Okay, er ist drin. Da komme ich schon mal nicht hin. Da ist eine Leiter, die ich nicht benutzen kann. Kann ich die hier nehmen? Oh, die kann ich nehmen. Es ist ein bisschen seltsam. Manchmal kannst du sie einfach nicht greifen beim ersten Mal. Dann kannst du sie doch wiederum greifen. Okay. Wir müssen also Pläne aufstellen, wie wir an den Schlüssel kommen. Ich glaube, der war im ersten Stock, soweit ich es gesehen habe. Und theoretisch haben wir da ja schon mal ein offenes Fenster. Nö. Aber er greift doch das Ding. Da gerade was drinne? Sind das die ganzen Spielsachen, die er hier eingepackt hat von irgendwelchen Kindern? Der klettert doch da rein. Also, wenn wir erwischt werden vom Nachbarn, verlieren wir nicht alle Gegenstände. Wir fliegen halt einfach nur aus dem Haus und er lernt dazu. Zum Beispiel hat er jetzt die Tür hier zugemacht. Okay. Alter, ist das ein Horrorspiel? Okay, wir müssen ihn irgendwie ablenken, glaube ich. Ich glaube, wir lenken ihn irgendwie ab und dann freuen wir uns einen Keks. Aber irgendwie ist er aufgebracht, als hätte er irgendwas gehört, als hätte ich irgendwas getan. Oh Gott, er hat mich gesehen. Er hat nicht gesehen, wie ich hochgeflogen bin. Ich bin hier drin. Du fährst hin und her? Was hat er jetzt draußen verloren? Warum war er jetzt draußen? Kann das sein, dass es so eine Art Verzögerung gibt, dass das Spiel zwar weiß, dass ich draußen bin, er aber erst eine Minute später draußen guckt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde jetzt. Ich werde, glaube ich, erwischt. Ah, hier ist die verschlossene Tür. Besser. Ich hab was umgeworfen. Scheiße.
Das hat er aber jetzt nicht gehört, oder? Kann das sein, dass er hört er Türen? Ist wieder draußen. WTF? Wie kam er auf die Idee, bitte sehr da reinzugucken? Und wieso hat er irgendwas nach mir geworfen? Der kann doch nichts an mir geworfen haben. Fenster war doch zu. Dein Ernst? Hat er jetzt gerade eine Tomate an mir geworfen? Nein, nicht reingucken! Nicht reingucken! Hallo? Oh Mann. Okay. Ein Unfall? Da muss irgendwas Tragisches passiert sein, warum er so geworden ist. Was ist denn? Ein Reifen. Ist eine Frau gestorben? Weil ich sehe da auch einen Schuh. Einen weiblichen Schuh. Es gibt keine weiblichen Schuhe, ich weiß, aber es gibt Schuhe für Frauen. Okay, soweit ich weiß, ist das hier unser Haus, ne? Hier kann man fröhlich rumlaufen. Oh, guck mal, wie bunt das hier ist, so fröhlich. Und ich habe hier eine Bananenschale. Kann ich nicht mitnehmen. Mann, da habe ich knöchige Füße. Können hier mal kurz reingucken, ob es hier irgendwas gibt, was wir gebrauchen können für unsere Abenteuer. Ich finde es gut, dass sie einfach komplett sinnlos noch ein zweites Haus gebaut haben. Was man begehen kann und was man auseinanderbauen kann. Wo man aber nichts mitnehmen kann. Als wären wir arm. Die arme andere Familie. Sogar der Kühlschrank ist leer. Wir haben nichts. Nichts zu essen. Irgendwo, dass ich beim Nachbarn bin. Elgu. Kann es sein, dass in den Kisten hier überall Lehm ausgelaufen ist? Lehm, sag ich schon, Kleister? Ich kann sogar das Licht hier an- und ausschalten, lol. Das ist mein Bett wahrscheinlich. Es kommt mir gerade so vor, als wäre ich der Nachbar, der alle Schränke durchwühlt, um zu gucken, wo ich bin. Kommt das vielleicht auch noch? Ich weiß es nicht. Komm, wir gehen erstmal runter. Wir gucken uns das Ganze erstmal von hier unten an. So, wo ist der Ausgang? Ich finde hier nicht mal den Ausgang. Ich werde mich später ein bisschen besser auskennen in seinem Haus. Also gut, das ist das Haus, was wir suchen. Was wir erbeuten wollen. Okay, momentan ist eigentlich egal, ob er uns erwischt. Wir wollen ja uns einfach nur erstmal umgucken. Wir wissen jetzt schon mal, wo der Schlüssel, wo das Schlüsselloch ist. Jetzt fehlt uns nur noch der Schlüssel dazu. Und der war, soweit ich weiß, in einem der Fenster. Hallo, Bro. Ich hab nichts gemacht. Ich hab mir nur dein Haus angeguckt. Okay, war so wert. Ich dachte, ich kann ihn schubsen und umbringen. Das heißt, rein theoretisch müsste ich ins erste Stock gelangen. Ich frage mich allerdings. Wir müssen erstmal so Try and Error probieren. Ein bisschen blöd vor dem Fenster da. Yes.
Da muss ich irgendwie hoch. Das heißt, hoffen wir einfach mal, dass er mich nicht erwischt, wie ich dabei die Kartons hier nehme. Ey, die Kartons stehen da sogar noch. Cool. Wir nehmen hier einfach. Ja, Karton. 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 Und Karton. So, jetzt haben wir 4 Kartons am Start. Und damit versuchen wir auf jeden Fall erstmal ins erste Geschoss zu kommen. Wir brauchen allerdings dann wahrscheinlich noch irgendwas. Stimmt. Ich denke, 3 Kartons werden erstmal reichen. Wir brauchen noch irgendwas, womit wir die Scheibe einschlagen können. Ich meine, es ist ein bisschen blöd, wenn wir die Scheibe einschlagen, weil es natürlich, dass wir da sind. Aber ansonsten kommen wir da nicht rein, weil ihr seht schon, Scheibe ist ja drin. Ups. Kann ich damit die Scheibe einschlagen? Damit vielleicht? Kann ich die Mülleimer mitnehmen? Okay, aber ich weiß, wo wir es bekommen. So. Muss das jedes Mal in meinem Gesicht rumwirbeln? Ich glaube, der gute Nachbar guckt gerade Fernsehen. Professor McFarlane? Yes, what is it? And my name is Elson. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. I wonder if you can come in for a minute. Well, I am rather busy. Oops. Wenn ihn das jetzt aufschreckt, bin ich ein bisschen am Arsch. Ach, come on. So. Nein, jetzt. Vor allem da fährt, läuft der Fernseher und alles. Ich frag mich, was er macht, wenn der Fernseher da läuft. Wo da überhaupt kein Programm läuft, ne? Guck. Ah. Ist das jetzt alles umgefallen? Ach Mann. Scheiße, er sucht schon nach mir. Ah, ich hab's verkackt, Freunde. Ich hab's verkackt, glaube ich. Scheiß drauf. Selbst wenn er uns erwischt, die Sachen bleiben da, haben wir gelernt. Hätte ich auch keinen Grund, ihn wegzunehmen. Okay, wir sind auf dem Dach. Nu? Wir sind auf dem falschen Dach irgendwie. Was hat funktioniert? Du kriegst mich hier doch eh nicht. Aha, was willst du denn machen? Okay, das Buch ist jetzt da unten. Ach, er hat wahrscheinlich das Buch gesehen. Hi! Ja? Okay, ich bin hier komplett in Sicherheit. Schon, dann geht's weiter. Egal, wir brauchen was Neues zum Werfen. Egal, den Wecker habe ich noch. Alles gut. Alles gut. Oh, er hat die Tür offen gelassen. Okay. So, das dazu. Jetzt springen wir darüber. Dann springen wir hier rüber. Da ist irgendwo in der Nähe, ne? Ist er gerade hier oben? Okay, da ist auch eine Treppe. Jetzt schwören könnte. Die Sequenz hat doch gezeigt, dass es hier ist. Da ist ein Hebel.
Wenn ich hier jetzt die Scheibe einschlage. Dann kommt er natürlich hoch. Ist er das? Nein. Echt jetzt? Okay. Ist natürlich jetzt ein bisschen kacke. Kann ich irgendwie, kann ich das jetzt irgendwie benutzen? Settings, Crouch, Jump, Pick, Up, Action, Throw, Run, Use, Movement, Inventory. Okay, ich kann das Ding leider nicht benutzen. So, das, was ich jetzt machen kann, ist rein theoretisch irgendwo anders das Fenster. Okay. Und dann Ablenkungsmanöver ist durch. Dann ist abgeschlossen. Hat er das jetzt gehört? Scheiße. Der Wecker muss ihn doch ablenken. Ich habe irgendwas aktiviert. Irgendwas da unten. Wir haben hier einen Ventilator. Wir sind der Kinderzeichnung. Okay, ist gerade draußen. Hier ist ja gar nichts. Der kann hier gar nicht herkommen. Okay. Oh shit. Jetzt schon. Okay. Machen wir das erstmal zu. Ich meine, der kann sowieso nicht herkommen. Was ist denn da? Ich meine, wir haben hier ein Kabel. Das führt hier entlang. Und hier hin. Ah, da ist ein Schalter. Brauche ich dafür etwa auch einen Schlüssel? Ist ja kacke. Ein sehr hübsches Bild von dir, Mr. Lach. Ah. Der Schlüssel. Kann ich damit auch das hier aufmachen? Nein, ich hab die Schlüssel weggeworfen! Warum? Scheiße, wo ist der Schlüssel jetzt hin? Nee, nicht euer Ernst, ey. Was bringt das dann? Und nu? Ach, da liegt er. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, ich muss neu anfangen. So. Klopf, klopf. Ich meine, der kommt sowieso nicht her. Weiß nur nicht. Ist das jetzt der Schlüssel für unten? Alt Use ist doch das hier. Ah! Aber was bringt das jetzt, wenn ich das hier aktiviere? Ich meine. Hä? Ach, das macht Lärm und dann kommt der hier her, oder was? Okay, wir haben schon mal einen Schlüssel. Müssen wir nur noch in den Raum, den wir schon kennen. Und es ist gut zu wissen, dass er hier gar nicht hinkommt. Hier sind wir komplett safe. Aber ich weiß, vielleicht kann sein, dass er da hinter der Tür ist. Oh. Man kann doch durch Schlüsselloch gucken. Aber hier ist versperrt. Aber da ist ein Fenster.
Das heißt, rein theoretisch kommen wir auch da rein. Gut, Freunde, aber das soll es erstmal für heute gewesen sein. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge Hello Neighbor und dann gucken wir mal, ob ich erwischt werde oder nicht. Und rein, euer Zero. Tschüss.